All life on this earth is working together to enable each other to keep their place in the sun. This relationship is at the heart of our story. In a land of immensely diverse terrain, the men and women who keep this knowledge hold a proud flag, built from a tried and tested practice which has become a strong cultural tradition. When people think about quality, it doesn't take long before their eyes turn this way. Come explore some of the reasons why this is the case, and what is important to the farmers who stand behind this reputation. Produzieren Ölen, also das heisst ökologischer Leistungsnachweis. Also wir setzen Pflanzenschutzmittel ein, wir dürfen die einsetzen, aber eigentlich nur so viel wie nötig. Wir haben Hochstammobstbäume, wir haben eben so Altgrasstreifen stehen beim Mähen, wo die Tiere ein permanentes Angebot haben an Blüten oder auch an Versteck oder ja, sonst an Nahrung. Wir haben Steinhaufen angelegt in der Ebene, wo das Ziel wäre, dass dort Eidechsli sich verschleifen können. Wir haben Ästhaufen angelegt, auch was als Rückzugsgebiet oder als Versteck dient. Oder halt auch das Feldlerche, der wieder nisten kann, die tut am Boden nisten. Und wäre eigentlich dünn gesetztes Getreide wäre auch ideal für das. Das Schönste am Beruf Bauer ist, für aussen zu arbeiten. Ich bin ein enormer Naturmensch, ich bin sehr gerne für aussen. Wir haben in diesem Gebiet sehr viele Wildblumen, die vom Aussterben bedroht sind, also auf der roten Liste stehen. Und da haben wir mit dem Kanton Bewirtschaftungsvereinbarungen. Und das ist eine Fläche da hinten durch. Dort hat es Orchideen drin, die lieber keinen Dünger haben. Und mit dem tut man die eigentlich erhalten und so eigentlich das Weiterbestehen unterstützen. Ökologie bedeutet für mich, dass man wirklich nachhaltig ist, dass man über, nicht einfach schaut, was wir jetzt haben und das nutzen wir jetzt aus, was wir können, dass man auch weiter schaut. Man kann sagen, dass man auch pflegt das, was man hat, dass man das möglichst lange könnte so haben können, wie es jetzt ist und dass man es dann noch verbessern kann, oder? Wir hier sind sehr nachhaltig. Suchrouten pflegen wir ohne Herbizid. Bei den Tieren braucht man einfach möglichst wenig Antibiotika, nur das, was nötig ist. Und in der Sennerei arbeiten wir auch mit Mitteln, wo man die Verantwortung in die Natur rauslassen kann. Wenn man hygienisch arbeiten will, muss man die Gewässerschutzzonen und das auch einhalten. Und mit dem Wasser, das ist unser wichtigste Gut, das wir haben, auch bei der Käseproduktion. Da muss man sehr sorgfältig umgehen mit dem Ganzen. Contadino lo sono diventato perché mio papà era già venuto qua nella fattoria vecchia nel 64, quindi avevo 10 anni. È una passione che mi ha preso da subito, specialmente l'allevamento degli animali. E l'ho sempre fatto con una grande passione, oggi 63 anni. Io spero di andare avanti, se Dio mi dà la buona salute, almeno fino a 80 anni. Dico, magari riducendo leggermente, chiaramente, ma accorgo che sto invecchiando, che il mio corpo sta invecchiando. Però desidero andare avanti, però dico, se non ci fosse stata questa possibilità avrei fatto volentieri anche altre cose, perché tutti noi abbiamo molti talenti nascosti e basta svilupparli. Der Boden ist für mich eigentlich das wichtigste Gut, das wir haben als Gemüsebauer. Wir pflanzen den Boden und wir ernten nachher aus dem Boden. Und das ist für uns A und so. Ein gesunder Boden gibt ein gesundes Produkt. Und wenn der Boden ein Problem hat, dann merkt man das sofort.
Als Biobetrieb tun wir uns ja abheben von der herkömmlichen Landwirtschaft. Und für mich sind eigentlich sehr wichtige Punkte, dass wir das sogenannte Nachhaltige, das ja heute ein abgedroschenes Modewort ist, dass wir das eben wirklich einhalten wollen. Wir wollen eigentlich unsere Produktion so aufstellen, dass meine Kinder, die jetzt 4 oder 6 sind, dass die nachher auf dem gleichen Boden, den ich jetzt noch 20 Jahre brauche, nachher auch noch produzieren können. Lessons of the past show the things which bring us together keep us strong. If we take the time to look, we start to realize all of the things which are a result of the way we work with the nature around us. This is our green space, our food on the table, the place where we go to escape or to return. This is our home, and it is our job to see that our children and grandchildren get to enjoy it the same way we do. Everything which you are searching for is already here for you and me. These are our farmers who feed us all. This is our future.